Warum kaufen wir in C-Lagen Immobilien? Ich möchte eine Tabelle mit euch teilen. Wir wälzen die Frage ja immer wieder rauf und runter, wo und wie investieren. Und für uns, für unseren eigenen Weg, haben wir dafür eine Tabelle gemacht. Ich bin übrigens immer noch in Meran. Also schöne Grüße aus Italien. Es ist ziemlich cool hier. Und ich möchte was mit euch teilen, wo wir vor ein paar Monaten schon, würde ich sagen, mal wieder, Stefan und ich, uns die ganz große Frage gestellt haben, in welchen wollen wir wirklich in C-Lagen investieren? Und ganz wichtig dabei, es geht uns ja darum, auch mit Co-Investoren einen großen Bestand aufzubauen, einen großen Immobilienbestand aufzubauen, der es uns und den Co-Investoren ermöglicht, in den nächsten Jahren da auch wirklich Geld rauszutun. Ob wir das denn wirklich machen, ob wir also wirklich den Cashflow rausnehmen, sei dahingestellt, aber wir wollen es uns ermöglichen, dass wir dann eben sagen können, wir könnten davon alle leben, wenn wir wollen. Und das zieht einige Sachen nach sich. Und logischerweise ist mal die ganz schnelle Antwort auf die Frage, warum investieren wir in C-Lagen? Weil sie mehr Rendite bringen und weil das, was wir vorhaben, in einer B- oder A-Lage überhaupt nicht funktionieren würde von der Rendite her. Und deshalb sind wir quasi gezwungen, in C-Lagen zu gehen. Ja, das ist eigentlich der Punkt. Aber wir stellen uns natürlich immer wieder die Frage, geht es nicht irgendwie doch? Und dann gibt es ja auch andere Nachteile, die eine C-Lage hat. Also zum einen muss man sich natürlich die große Frage stellen, ob man irgendwann Leerstand hat, ob es zukunftssicher genug ist. Aber auch anders, wenn die Quadratmeterkaufpreise niedriger sind, dann schlagen zum Beispiel Sanierungskosten, Verwaltungskosten und so weiter sehr viel mehr durch. Und deshalb haben wir schon also seit Jahren machen wir das, aber jetzt, wo wir dieses große Projekt gestartet haben, bedingungsloses Grundeinkommen vor über einem Jahr, haben wir uns jetzt eben mal wieder vor ein paar Monaten sehr intensiv die Frage gestellt und auch mit den Co-Investoren diskutiert, auf Basis im Prinzip einer Excel-Gegenüberstellung, die natürlich alles nur näherungsweise und Annahmen und so weiter ist, also nur ein Modell, was uns aber die Frage beantwortet hat und wir rauskommen sind, okay, es ist für uns alternativlos. Wir müssen renditestarke Objekte, also wahrscheinlich auch Entwicklungsobjekte, in C-Lagen kaufen. Hier kommt die Tabelle. Also, was ihr hier seht, sind jetzt erstmal die Annahmen für eine quasi Modell-Excel, die uns mal ein paar Auswirkungen zeigt von den unterschiedlichen Lagen. Und man sieht hier oben, wir nehmen jetzt in diesem eingegeben, in dem Fall, den ich euch zeige, was würden wir machen? Mit 100.000 Euro Eigenkapital, wie würden wir da am Ende mit dem Cashflow rauskommen? Ja, es geht uns um den Aufbau von Cashflow relativ bald über die nächsten Jahre. Das ist unser Ziel. Das ist was ganz anderes wie eine Altersvorsorge, in der ich andere Ziele haben kann. Das ist was ganz anderes wie jemand, der Immobilienhandel Fix and Flip betreibt. Das ist was ganz anderes wie jemand, der sagt, ich glaube einfach an steigende Preise in A-Lagen. Und deshalb kaufe ich da. Ja? So, wir geben aber jeweils 100.000 Euro Eigenkapital. Das ist hier die Annahme. Vergleichen C, B und A-Lage. Wir sagen, wir gehen mit einem Eigenkapitalanteil von 20% rein. Wir finanzieren also nicht 100%, sondern nur 80%. Wir haben Kaufnebenkosten von 15%. Ja? Also es wird schon ordentlich vom Eigenkapital auch gezehrt, wenn man dann eben einkauft. Und dann pro Quadratmeter Kaufpreis sieht man hier C-Lage 1.000 Euro, B-Lage 2.500 Euro, A-Lage 6.000 Euro. Was könnte das sein? C-Lage, sowas wie Essen, ist im Übrigen auch wichtig. Jeder, glaube ich, hat seine komplett eigene Definition von C, A, B, D, F-Lagen und so weiter. Für uns bedeutet es grob, das sind schon entweder Städte, 100.000 Einwohner aufwärts, aber mit keinen steigenden Bevölkerungsprognosen, eher schrumpfend. Oder es sind vielleicht auch mal kleinere Städte wie Eberswalde, Fürstenwalde, die dann aber im Speckgürtel von Berlin uns immer noch quasi groß genug sind, aber erstmal nicht so Top-Prognosen haben, wenn man den ganz normalen Zahlen Glauben schenkt. Dafür man aber eben für 1.000 Euro den Quadratmeter einkaufen kann. Eine B-Lage wäre zum Beispiel Ludwigsburg, das ist schon fast eine A-Lage bei Stuttgart, als ein Beispiel. Und eine A-Lage wäre dann Stuttgart selbst. München ist noch teurer als 6.000 Euro auf dem Quadratmeter Bestand, aber ja, vielleicht Düsseldorf oder so, je nachdem, ne, kann da auch natürlich nochmal teurer werden. Aber für die Modellrechnung ist es, glaube ich, fein so. Rücklagen pro Quadratmeter pro Jahr 20 Euro. Wir gehen also davon aus, am Ende kümmern wir uns komplett um die Rücklagen. Also wenn man hier eine Wohnung annimmt, dann würde man wahrscheinlich nur, würden wir nur 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr machen.
Aber bei einem ganzen Haus machen wir 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Im Schnitt, ja, und wir wollen das einfach dauerhaft immer weglegen vom Cashflow, immer, 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 damit wir auch wirklich nachhaltig sauber aus dem Cashflow Rücklagen aufbauen. Auch wenn wir das Haus irgendwann mal entwickelt oder modernisiert haben, bauen wir danach trotzdem weiter in diesem Maßstab Rücklagen auf. Bankrate 3%, überall gleich in jedem Szenario, seht ihr. Also wir gehen einfach davon aus, wir finanzieren zu 80% und dann kriegen wir irgendwie 2% Tilgung, 1% Zinsen. Da muss man schon auch für kämpfen, aber kriegt man hin, haben wir gerade ein paar Mal hinbekommen. Deshalb ist es für uns die richtige Annahme. Ja. Mietausfall, deutlichen Unterschied gemacht zwischen A, B und C Lage. Auch hier gefährlich, wenn man jetzt über D, E oder sonst was Lage redet, kann es natürlich sein, ich habe einfach Leerstand und dann ist auch 5% deutlich daneben. Aber hier in der Modellrechnung 5% für Mietausfall in der C-Lage. So, und jetzt entscheiden natürlich Mietrendite 8%, 5%, 3%. Da muss ich mich schon jeweils strecken, um sowas überhaupt hinzukriegen. In der C-Lage, was wir gerade machen, ist das natürlich ein klarer Entwicklungscase. Also ich kaufe sehr wahrscheinlich keine Immobilien vom Markt weg, einfach so mit 8%, sondern ich muss die Immobilien entwickeln. Und das muss ich irgendwie auch hinkriegen für diesen Preis. Oder ich brauche halt sehr lange für die Entwicklung, weil ich mir das Geld wirklich über die Rücklage anspare. Oder ich bin dann in der Lage, das Geld vorzuschießen und nehme es mir dann sinngemäß hinten raus aus der Rücklage wieder raus. Also um überhaupt in diese Renditeregion zu kommen, das ist wahrscheinlich in der A-Lage tendenziell leichter. Da kriegt man auch noch eher Objekte, die schon im besseren Zustand sind, weil es sehr viel leichter ist, in der A-Lage zu sanieren, weil die Sanierungskosten eben sehr viel weniger ins Gewicht fallen. Sehen wir auch gleich. Ganz deutlich sehen wir das gleich. So, Verwaltung pro Einheit 30 Euro, 30 Euro, 35 Euro. Ja, also in der A-Lage ist einfach ein bisschen teurer, aber das ist Spielerei, könnte man alles verändern. So, jetzt zum Ergebnis. Was kommt raus? Wir haben also 100.000 Euro Eigenkapital gehabt. Jetzt schauen wir uns erstmal an hier oben. Wir haben in der C-Lage dann einen Bestand aufgebaut von 425.000. In der B-Lage und in der A-Lage auch. Ist logisch, weil ich habe überall 80% finanziert. Kann man dann ausrechnen und Nebenkosten und so weiter, dass eben 425 rauskommt. In Quadratmetern ist das ein deutlicher Unterschied und auch in Wohneinheiten. Ja, also es ist natürlich rechnerisch hier, ich kann da nicht 1,42 Wohneinheiten kaufen, aber modelltechnisch gesehen habe ich in der A-Lage sehr viel weniger Wohnungen, was an sich erstmal sehr attraktiv war, wo Stefan und ich auch immer wieder da saßen für uns selbst. Wir wollen so wenig Wohnungen, wie es geht haben, weil die sind ja alle Arbeit. Und das wäre ja traumhaft, wenn man irgendwie mit sehr wenig Wohnungen zum Ziel kommt. Das ist aber eben genau der Punkt. Man kann sehr viel weniger Immobilien kaufen, logischerweise in der A-Lage. Und entsprechend sind auch die Mieteinnahmen deutlich geringer. Hier ist jetzt ja eben in der C-Lage gerechnet, dass man darauf 8% bekommt. Also Mietrendite auf den Kaufpreis über die Zeit, was wir für realistisch halten, dass man da hinkommt. Ja, also da muss man schon, wie gesagt, kämpfen, gute Deals machen und so, aber da kommt man hin. In der B-Lage genauso muss man auch gute Deals machen und ein bisschen kämpfen, aber da kann man wahrscheinlich schon noch irgendwie einen 5%er über die Zeit sich hinentwickeln, kriegt aber eben dann hier nur die 21.000 Euro Miete im Jahr und in der A-Lage entsprechend nochmal weniger, weil da hat man ja nur 3%er. Die Bankrate ist logischerweise gleich und jetzt ist es sehr interessant, die 2,4%, das sagt quasi, wie viel von der Mietrendite geht eigentlich weg an die Bank? Und wenn ich jetzt also ein 5%er habe in der B-Lage, dann gehen 2,4% davon weg an die Bank. Warum? Weil ich 3% Annuität habe auf die Finanzierungssumme. Ich finanziere aber nur 80%, deshalb in Summe 2,4% weg von der Mietrendite. So, dann habe ich noch Kosten und das ist jetzt wirklich dramatisch. Also guckt euch das an. Das ist genau der Effekt, von dem viele Leute sprechen, die C-Lagen als kritisch empfinden. Die sagen, ja, ich habe 3,12% hier rechnerisch Kosten und zwar jetzt wieder für eben den Mietausfall, der eben ein bisschen höher kalkuliert ist. Für die Rücklagen und das ist eben, das schlägt halt krass rein. Ja, das kann man sinngemäß ja auch als Instandhaltungskosten daneben sich vorstellen, was man da in Rücklagen bildet. Und das ist ein ganz krasser Effekt. Warum? Weil man ja viel mehr Quadratmeter hat. Wir müssen für 425 Quadratmeter Wohnfläche hier in dem Beispiel, müssen wir Rücklagen bilden, während wir in der A-Lage,
Ja, hier 425. Während wir in der A-Lage nur 71 Quadratmeter Wohnfläche mit diesen 100.000 Euro Eigenkapital kaufen konnten und dafür auch eine Rücklagen bilden müssen. Dann ist Verwaltung, ja auch, pro Einheit schlägt das rein. Wir haben jetzt hier, glaube ich, im Hintergrund hinterlegt, 50 Quadratmeter ist eine Einheit groß im Schnitt. Auch das hat natürlich noch einen Effekt, wenn ich das noch kleiner machen würde oder größer, aber vom Modell her, glaube ich, passt es mit 50 Quadratmeter. Dann kommt raus, guckt euch die A-Lage an, 0,5% der Mietrendite geht überhaupt nur weg für Kosten. Und da haben wir noch ein bisschen eine teure Verwaltung drin und eben ja, die 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr Rücklage. Das ist in der C-Lage 3,1%. Also von der Mietrendite, wenn ich dann sage, yeah, ich habe einen 8%er, habe ich alleine einen Nachteil von 2,6% gegenüber der A-Lage, die ich eigentlich schon mal runter und wegrechnen muss, aufgrund der Tatsache, dass ich so viel mehr Quadratmeter habe und mehr Instandhaltung brauche für diese Quadratmeter. So, und jetzt ist aber eben der, beißt einfach die Maus keinen Faden ab. Es ist zwar, also wir hätten uns gefreut, wenn wir einfach gesagt haben, ja wunderbar, das Ergebnis ist A-Lage, wir müssen nur wenig Wohnungen kaufen, dann funktioniert das. Aber schaut euch mal an, wie krass, was immer noch übrig bleibt. Weil ja das, was dann tatsächlich an den Prozentpunkten von der Mietrendite abgezogen wird und das, was dann noch übrig bleibt, das ist ja entscheidend, um Cashflow im Hier und Jetzt aufzubauen. Nochmal, wieder was anderes bei Altersvorsorge, wenn dann die Bankrate wegfällt, dann habe ich natürlich auch aus einer A-Lage einen fetten Cashflow. Aber hier in der Modellrechnung sieht man, dass aus 100.000 Euro Eigenkapital investiert in der C-Lage in 8,5 Wohneinheiten, die ich mit dem Geld kaufen kann, im Schnitt, ja, 10.000 Euro grob Cashflow rauskommt in der Modellrechnung. Ich muss da mit Sicherheit viel mehr kämpfen für. Ich muss entwickeln, ich muss vor allem gucken, dass ich attraktiv bin für Mieter. Ja, in der A-Lage stehen die Mieter Schlange, in der C-Lage muss ich attraktiv sein für Mieter. Das ist kein angespannter Wohnungsmarkt, sonst wäre es keine C-Lage. In der B-Lage bleibt schon nur noch die Hälfte übrig, weil einfach da nur noch 5% möglich sind. Jetzt in dem Modell, ja, kann jeder für sich natürlich mit anderen Zahlen rumrechnen. Aber es ging ja hier, und na, das ist was, was einfach Stefan und ich genutzt haben, für uns eine Excel. Und darin haben wir gesagt, bringt uns die B-Lage nur einen halben Cashflow und die A-Lage im Vergleich dazu eigentlich fast gar keinen Cashflow. Und deshalb könnten wir unser Projekt bedingungsloses Grundeinkommen, in dem es wichtig ist, dass wir jetzt Cashflow aufbauen, könnten wir einfach in einer A-Lage schon mal gar nicht realisieren. Und in einer B-Lage wäre es uns einfach zu wenig, wie viel aus 100.000 Euro eingesetztem Eigenkapital rauskommt. Und deshalb ist es für uns alternativlos, in die C-Lage zu gehen. Ja, das ist die Excel, mit der wir ein paar Tage lang sehr intensiv rumgespielt haben. Waren ein paar verrückte Tage, wo wir auch immer wieder uns morgens angerufen haben, der Stefan und ich, oder morgens davon berichtet haben, oh, ich habe die ganze Nacht wieder die Zahlen hoch und runter gedreht, weil es für uns natürlich schon wegweisend war, so eine Entscheidung nochmal zu festigen mit den Co-Investoren gemeinsam. Ja, wir gehen an diese Standorte. Ich habe euch gestern erzählt, dass wir in Neukölln jetzt auch konsequenterweise was abgesagt haben, was einfach so eine Art A-Lage wahrscheinlich ungefähr gewesen wäre, keinen Cashflow gebracht hätte und dadurch nicht in unser jetziges Ziel einzahlt. Und wie vorhin schon gesagt, verallgemeinern sollte das niemand, wer so eine Entscheidung für sich trifft, was er dafür Immobilien kauft, der muss das immer sehr individuell auf das abstimmen, was er tun möchte in den nächsten Jahren, was er für Ziele hat. Und es gibt sehr viele Leute, ich kenne, die sagen, ich kaufe halt A-Lagen. Und ich weiß hinten raus, ich glaube einfach, dass die extrem weiter im Wert steigen. Ich bin einfach so happy, wenn ich auch nur eine Wohnung in München besitze und ich weiß, die ist in 30 Jahren abbezahlt und ich kriege das einigermaßen vielleicht sogar so hin, dass die sich von selbst abzahlt, dann macht mich das mega happy. Und dann ist auch genau das, glaube ich, der richtige Weg. Und wir haben uns für den Weg entschieden, der uns dazu zwingt, sehr viele Immobilien zu kaufen, sehr viele Immobilien zu entwickeln, aber es macht ja auch irgendwie Spaß. Und das wollte ich mit euch teilen. Bis morgen.